Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Video, Let's Play, weiß ich nicht. Nämlich wir spielen diesmal Pokémon Quest. Bitte wähle deine Sprache. Ich spiele auf Deutsch, Dankeschön. Ja. Pokémon Quest ist ja irgendwie neu rausgekommen. Hast du die Nutzungsbedingungen gelesen und stimmst du ihnen zu? Ja, klar. Klar stimme ich denen zu. Geburtsjahr, okay, das skippe ich, Leute. Ja, übrigens, Leute, ich bin 2018 geboren, ne? Geburtsmonat natürlich 4. Ich befinde mich auf dem Weg zu einer kleinen Insel, die vor kurzem entdeckt wurde. Kubo Island? Island? Alles klar. Auf der Insel gibt es Spuren von Zivilisation und unzähligen wertvollen Schätzen und dort sollen zu finden, keine Ahnung. Mein erstes Ziel ist es, Kobo Island gründlich zu erkunden und diese herrlichen Schätze aufzuspüren. Bald werde ich vor der Insel anlegen. Ich kann es kaum erwarten, zu fahren. Zu erfahren, was dort alles verborgen liegt und von entdeckt zu werden. Keine Ahnung. Ich habe es falsch gelesen, aber egal. Lol, das sieht ja mal ganz. Oh, das ist die ganze Overworld oder so. Sieht ganz okay aus. Pokémon Quest, Leute. Nice. Nice, nice Pokémon Quest. Ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich so ein Game oder ist das jetzt ne? So nur so ein Farmspiel oder so halt. Checkt ihr, was ich meine? Also hat das jetzt so eine Story oder so? Das weiß ich gar nicht. Oh, die ganzen schönen Pokémon. Ich bin mal leise wegen Cutscene und so. Obwohl, scheiß drauf. Bip, 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 tut, 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 klick. Alles klar. Ich habe die Pokebi, was ist los? Du, 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 hier finde ich, ich muss wohl von neu starten. Alles klar. diese Pokémon. Da ist irgendwo zurückgesetzt, bitte den Namen des Besitzers eingeben. Es darf maximal 12 Zeichen. Okay, Leute, mein Name ist Cowboy. Guten Morgen, Cowboy. Aktuelle Nachrichten werden empfangen, ja? Nicht nötig, Pokebi, die Erkundung ist normal. Ach, egal, ich skippe das jetzt so ein bisschen. So, das reicht. Ja. Oh, Pokémon. Es scheint, dass sich in ganz der Nähe Pokémon befinden, die auf einer Insel heimisch sind. Sie sollten sich hier auskennen. Wir sollten dann anfreunden und vielleicht uns hier zurechtfinden. Aber verstehe, das klingt gut, machen wir es so. Wer ist Pokémon, mit dem du dich anfreunden möchtest, indem du es berührst? Ich würde gerne mit Glomanda anfangen. einfach weil das ganz geil ist. Ja. Wir können da die späteren Pokémon später irgendwie noch fangen. Ja. Du hast dich mit Glomanda angefreundet. So schnell, alles klar. Aber so Apfel-Akkord. Okay. Alles klar, alles klar. Jetzt gehen wir mit Glomanda auf Reisen, ja? Ja, wir gehen mit Glomanda auf Reisen. Los geht's! Pokémon laufen von selbst, sie greifen nicht an. Also Pokémon gesichtet. Und jetzt greift er automatisch an, oder wie? Oh, ich muss jetzt also nichts machen, oder wie? Ja, ist ja ganz gechillt, ne? Können wir ja live streamen. Angriff wird überstanden. Pokémon gesichtet. Ja, Feuer. Beherrschen Attackengerüst, ist den Block anzusetzen. Ich würde gerne Feuerwirbel machen. Ja, sehr stark. Sehr, sehr stark, Alter. Feuerwirbel, also. Ne? Das konnte mein Glimmern da vorher nicht, als ich Pokémon gezockt habe. Aber ja, hier kann es das wohl. Okay, Feuerwirbel. Alles klar, das ist mega schlecht. Oh mein Gott. Wieso bin ich. Obwohl, mein Glimmern rasiert. Wo sehen wir das Level oder so? Gibt es überhaupt Level? Wäre shitty, wenn nein. Rotfrotz. Sehr starkes Pokémon gesichtet. Ja, dann machen wir Feuerwirbel. Oh, gut getroffen. Oh, sehr nice getroffen. Sehr nice. Oh, shit, 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 Leute. Das sind sehr starkes. Jetzt sollten wir lieber Kratzer machen, weil wir auf Nahkampf spielen. Also, wir sind ja jetzt gerade auf Nahkampf. Und Rotfrotz besiegt. Ja, nice. Kriegen wir jetzt EP oder so? Ja, wir haben jetzt Stufe abgeschlossen. Ja, sind wir jetzt ein Level? Level 1? Level 1, also das Glomanda kann sich auch entwickeln, oder wie? Wenn nein, dann wäre scheiße. Dann wäre Scheiße. Ja, dann wäre Scheiße. Aber ja, Kraftsteine, ja, einfach überspringen. Juckt mich nicht. ich würde sagen, das ist ein Vorsatz genug. Die Erkundung erst beenden, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich brauche einen Ort, wo ich mich ein bisschen chillen und meine Base und so einrichten kann, ja? Okay. Mal gucken, ob es ein Let's Play wird oder ob es jetzt eher so ein Farmspiel wird. Wie gesagt, mal sehen.
Boah, da haben wir die erste passende Lichtung. Lass uns hier unsere Basis aufbauen. Ach, übrigens, wir haben ja vorhin diese Sätze mit Stein gefunden. Obwohl, keine Ahnung. Stein, keine Ahnung, ich überspringe alles. Eigentlich soll es nicht so sein, aber scheiß drauf, ich überspringe alles. Ich habe keinen Bock darauf. P-Amulette sind mysteriöse Anhänger, die vom Kubo Island getragen werden. Schließen. So. Die muss ich jetzt anscheinend. Ah, okay. Ewigsteine. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Stärke, oder wie? Okay. Es scheint, dass das Problem stärker geworden ist. Immer gleich wieder der Erkundung los. Insel Erkundung. Okay. Ach so, das gibt dann solche Level, oder wie? Mal gucken, das Ziel ist immer zwei. Das Spiel ist das System immer weiter zu erkunden, die schlummernden Schätze zu finden. Also das ist doch mit so einer Story, oder wie? Ach so, wir müssen jetzt hier, gibt es so ein paar, so Level halt, und dann müssen wir das schaffen, oder wie? Also wenn wir hier ein bisschen viel erkundet haben, dann sollten wir auf jeden Fall fertig sein. Ja, es gibt Level. Jo, es gibt Level, nice, okay. Ja, dann ist das so ein kleiner Ersatz, Leute, dann ist das so ein Let's Play. nein, ich mache nicht automatisch. Ich will es schon steuern. Pokémon gesichtet. Ja, erstmal Feuerwirbel. Auf alle Fälle. Das wird nice. Ein Feuerwirbel. So. Greif an. Nice. Angriffswelle überstanden. So. Oh nein, nicht jetzt schon. Shit, ich habe schon aus Versehen jetzt schon gedrückt. Egal. Jetzt nochmal Feuerwirbel, weil das wird da gut anpassen jetzt. Hier taub sie nicht flüchten, du kleiner Vogel. Okay. Ich würde sagen, wir machen zwei Level oder so und dann machen wir weiter in der nächsten Folge. Das wäre eigentlich ein perfektes Spiel zum Livestream. Muss ich echt zugeben. Das wäre wirklich ein perfektes Spiel zum Livestream. Also einfach jetzt wirklich, ne? Das wäre nice zum Livestream. So nebenbei einfach irgendwelche Sachen oder so machen. Ja, ist Bescheid. So. Ja, okay. Der Feuerwehr bist wirklich nur für Fernkampf. Angriffe. Ich hoffe, man hört mich auch gut. Oh, Mauzi. Ich war eigentlich nie so der Fan von Mauzi, muss ich zugeben. Also ich war wirklich nie so ein krasser Fan von Mauzi. Es war ein bisschen langweilig für mich. Aber, ja. Okay. Ah, das ist jetzt unser Ziel-Pokémon. Also, ne? Haben wir besiegt? Okay, gut. Okay. Wir haben das Level geschafft, Leute. Stufe abgeschlossen. Ja, nice. Ich glaube, wir können unser Glumanda auch entwickeln. Ich denke mal, wir können ihn entwickeln, weil warum sollte es dann Level geben? Ja, ganz ehrlich, warum sollte es dann Level geben, wenn wir ihn nicht entwickeln können? Das ist doch einfach, ne, dann. Ich denke mal schon, dass man sie entwickeln kann. Aber warum starten wir dann nicht bei Level 5? Ich glaube, weil man schon recht schnell auflevelt. Ja, ich werde das jetzt überspringen. Eigentlich will ich noch gar nicht in meine Basis, sondern ich will schon in 1-2 reingehen. Aber ich muss anscheinend meine Basis zurückgehen. Zum Kochen ist alles bereit. Benutze die Zutaten, Kubo Island. Ja, tschüss. Kochen. So. Also können wir jetzt hier sowas platzieren. So. Und unten halt das. Das ist dann irgendwie unser Kohle oder wie. Ach so, dann können wir die so zusammenmischen oder wie. Ja. Gucken wir mal, was dabei rauskommt, ne? 40 Sekunden lang. NPCs. Ja, okay. Hier sind ein paar PS-Gutscheine sofort fertigzustellen. Eigentlich will ich das nicht, also nein. Wir müssen Ja drücken, lol, okay. Das mag ich bei solchen Spielen meistens nicht, dass man Ja drücken muss. Ja, aber. Kubo-Suppe. Okay, mal sehen. Lol, was sind das? Das sind Topsy und Radfratz, glaube ich. Also haben wir die jetzt gefangen, oder wie? Im Radfahrt angefreundet. Glückwunsch, wir haben jetzt mehrere Pokémon. Nein, ich will mit Glumanda spielen. Jetzt müssen wir die wohl auch ins Team nehmen, ne? Team, ach so, jetzt müssen wir die ausrüsten, oder wie? Ja, okay, Leute. Oder ich werde mal das den. Oh Gott. Ich mag es bei Spielen meistens nicht, dass man etwas Bestimmtes irgendwie genau bestimmt machen müssen. Also zum Beispiel das Topsy hätte ich jetzt auch einfach in das dritte letzte Feld reinlegen müssen. Aber nein, ich muss es als erste Feld reinlegen. Ne? Das ist natürlich mal sehr gut. Ne? Zufällig. Okay, alles klar. Koche einfach das. Und dann, ich weiß nicht, wie lange wir gerade aufnehmen. Aber
Das sollte eigentlich ein kurzes Video werden, aber ich denke mal, ich mache jetzt noch eine Folge, aber dann war es das, glaube ich. Ah, es gibt nur 4, 5 Level oder so. Das ist ja sehr schön. Dann haben wir das, in der nächsten Folge sind wir da schon in der Wüstenwelt oder so. Halt in der nächsten Welt, ne? Das ist dann sehr schön. Das ist dann sehr schön. Ich würde sagen, wir trainieren erstmal die anderen, oder? Ja, Leute, den Part habe ich jetzt einfach übersprungen. Das werde ich vielleicht immer so machen, dass ich das bis zu dem stärksten Gegner halt einfach überspringe, weil das kann echt schon sehr lange dauern, auf jeden Fall. Deswegen mache ich das vielleicht immer so, dass ich das überspringe bis zum stärksten Gegner halt, weil das sonst viel zu lange dauert. Aber ja, das ist jetzt hier vom Zukunftskorbe, also viel Spaß mit dem richtigen Video, ja. Lange Spiele, meistens Spiele, die irgendwie 10 Stunden oder so, 20 Stunden, aber jetzt nicht irgendwie solche Spiele, die über 100 Stunden brauchen oder so. Jetzt zu dem stärksten Ding hier. Wie hieß der? Keine Ahnung, stärksten Gegner, whatever, irgendwas. So, boost uns, Energiefokus. Oder mach dich stärker, whatever, irgendwas halt. So, Feuerwirbel und dann irgendwas Spam und das Gute ist, ne? Energiefokus dann hier. Ja, wir haben es bestanden, Leute. Besiegt. Und dann würde ich sagen, damit war es das Video fürs Erste. Ja, schaut bei meinem Instagram vorbei. Name steht Videobeschreibung, Kabel, unterstrich LP halt, ne? Ganz easy, ganz, ganz easy. Und wir haben eine Kunde gefunden, neue Items. Ja, die Items kann natürlich einsetzen. Oh mein Gott. Lol, okay. Die Möglichkeit, im Supermarkt zuzugreifen. Ach so, da kann man sich da Sachen holen oder so. Okay, damit würde ich sagen, okay, machen wir das noch. Ich wollte eigentlich das Video jetzt schon beenden. Oh Gott, das muss ich skippen. Ich muss ganz schnell Gutschein abholen. Oh, jetzt habe ich 50. Regelmäßig vorbeischauen. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich das Tutorial abgeschlossen. Jetzt weißt du alle grundlegend. Ja, okay, ich habe das Tutorial abgeschlossen, Leute. Würde ich sagen, haut rein und Erfolge haben wir noch. Warte. Okay. Haut rein und ich würde sagen, dann ciao, ne? Ciao.